die ganze Zeit einen Boost gespart. Du hast die Kugel drüber. Ey, Andi, und dann kommt eine eiskarierte Flagge. Nicht nur Frisuren technisch auf Wellenlänge, sondern auch im Rennen. Ihr zwei, Nils und Ginny, habt euch ein unfassbares Duell geliefert. Vielleicht mal das erste Wort gebührt dem Sieger. Ja, ich glaube, wenn ich nicht von 1 gefahren wäre, glaube ich, wäre es echt schwer geworden, ihn zu überholen, weil er war schon deutlich schneller. Weiß nicht, ob es an dem Kart lag, aber auf jeden Fall war er auch deutlich langsamer als im Qualifying. Hat mich einmal kurz in die Bande da reingerissen, da habe ich mich kurz erschrocken. Muss aber sagen, oben hat er mich auch überholen lassen. Also ich glaube, sonst hätte ich nicht gewonnen. Aufgrund dessen, dass er mich in die Bande geknallt hat. Also eigentlich ist er, glaube ich, der Sieger. Fair Play. Ja, Nils, die zwischenzeitlich dann in Führung gelegen, aber Fair Play-Punkt. Ich glaube, Sieger der Herzen, würde man dann sagen. Wie beschreibst du? Ja, also genauso würde ich das auch beschreiben. Wir haben vorher noch oben gesagt, wir machen nicht so einen Driss mit in die Bande checken. Und wenn einer schnell ist, lassen wir ihn überholen. Dann habe ich ihn in die Bande gecheckt, aber dann oben auch wieder überholen lassen. Muss man sagen, ihr beide absolute Adrenalin-Junkies, was sowas angeht. Ja, ich glaube, uns macht das schon Spaß und ich glaube, den anderen hier, die im Finale waren, die waren auch alle sehr verbissen, wollten auch um den Titel mitfahren, sage ich mal, und von daher, nee, es macht immer wieder Spaß. Ich glaube, die Jungs, die ja auch nicht gefahren sind, hatten Spaß hier mit Jamil und Co. Mit den ganzen Manövern und von daher, ja, das Größere geht auf mich heute Abend, oder?